So, hallo, wir machen weiter. Five Things. Und wir sind in der Unterwelt angekommen, wo wir das erste Level auch schon gespielt haben. Den ersten Teil mit Save States, den zweiten Teil dann, nachdem ich ein schlechtes Gewissen hatte, ohne weil es eigentlich wirklich machbar war. Und jetzt schauen wir uns Bloody Sanctuary an und gucken mal, wie es uns da ergehen wird. Okay, das ist wieder so ein Level, wo wir steigen und wahrscheinlich am Ende über die Pflanze müssen. Aber man springt ein bisschen anders. Also, man springt höher als normal. Ich weiß nicht ganz, woran das liegt, aber so die Schwerkraft ist ein bisschen anders. Oder es wirkt nur so, weil alles nach unten fährt. Ah, das wirkt wahrscheinlich nur so. Vielleicht springe ich doch normal und es fühlt sich nur nicht so an. Auf jeden Fall interessant, in jeder Weise. Wie soll ich bis da hochkommen? What? What? Soll ich da über die Okay. Die Pflanze ist so ein bisschen mein Anhaltspunkt. Ob ich noch hoch genug, also ob ich noch schnell genug bin. Uiuiui. Also noch ein bisschen schneller. Ah, oh, super. Nein! Okay. Muss den Block nehmen, direkt hochwerfen und dann bin ich happy. Uiuiui. Zum Glück kommt dieser Wurf hier gleich am Anfang. Das ist nämlich wieder so eine typische Fehlerquelle. Nein! Spinjump doch, du Trottel. Das werde ich auch bis... Ja, entweder ich treffe und springe daneben oder ich treffe halt nicht. Aber... Richtig machen tue ich es noch relativ selten. Na, das ist okay, das war neu. Das war ein neuer Tod. Ja. Okay. Ist das gerade passiert? Wofür löse ich diesen einen Block da aus? War da eine Münze drüber, dass ich da dann ein Stück höher bin? Wahrscheinlich. Ich glaube, da war eine Münze drüber, ne? Lass mich das nochmal kurz angucken. Nee, das ist keine Münze. Wofür löse ich den aus? Wofür brauche ich den? Ich kann doch trotzdem an den Switch ranspringen. Kann ich das kurz sehen? Nein, ich kann es nicht sehen. Verstehe nicht ganz, wofür ich den Block brauchen sollte. Kann ich nicht? Ich probiere es erstmal ohne und dann werde ich schon feststellen, warum ich ihn brauche. Bin mir ziemlich sicher, dass das Spiel mir zeigen wird. Hey, du willst den Block. Auch wenn ich noch nicht weiß, warum. Ach, das sind die Wolken sind andersrum. Ja, never mind. Das ist die einzige Möglichkeit, dort zu landen. Yo, wie langsam bin ich? Was? Ist das vielleicht für einen Rückweg oder so? Das schafft man niemals in der Zeit. Hä?
Oh, warte, brauche ich den Block noch? I'm confused. Aber ich kann den Block hier nicht behalten. Wow, das muss doch, das geht. Das ist ganz knapp, aber es geht. Ich verstehe schon. Oh, das ist echt böse knapp. Nein! Und wenn ich jetzt nämlich den da oben auslösen würde, wenn ich dann den da oben auslösen würde, dann wäre da wieder eine Plattform, auf der ich stehen könnte. Oh mein Gott, ist das knapp. Das wird selbst mit Safe States interessant. Der Vorteil ist halt nur mit Safe States kannst du wirklich alle optimalen Verläufe... Oh mein Gott, und dann muss die da rein. Mit Safe States kannst du halt alle optimalen Verläufe speichern und hast halt den optimalen Verlauf am Ende. Also den gesamtoptimalen Verlauf. Ja, und nicht nur ein Zwischenteil ist optimiert, sondern alles ist optimiert. Und deswegen klappt es dann auch. Ja, ist logisch. Wem erzähle ich's? Okay. Okay, das könnte klappen. Ja! Ach nee, ich, da darf ich keinen Spinjump machen. Ich will da in den Spinjump wechseln, weil die Pflanze kommt, aber die Pflanze hat mit dem Spinjump noch gar nichts, also mit dem Sprung noch gar nichts zu tun. Okay, das ist knapp. Dann hier hoch und dann hier. Ah, und dann mit dem Ding hoch. Oh mein Gott, ey. Dann darf aber gerne auch so langsam da oben der Midway kommen. Sonst wird's kritisch. Weil das ist so in etwa wieder die Länge, die ich hinkriegen könnte. Am Stück. Nein! Oh, wie geht denn das da weiter? Jetzt habe ich es leider noch nicht gesehen. Aber wir waren so weit wie noch nie. Ich verstehe nicht, warum ich manchmal den Block nicht auslöse. Wahrscheinlich springe ich da in die Wolke oder irgendwie so. Keine Ahnung. Nein, okay, wir gucken mal, wie es weitergehen würde. Okay, man würde dann hier hingehen, man würde hier hingehen. Ja, und dann kommt hier der... Okay, dann kommt hier der Midway. Alles klar. Alles klar. Das schaffen wir. Ja, ich bin da ganz guter Dinge. Das schaffen wir. Das ist nicht so schwierig. Das geht sogar. Das muss man nur erstmal wieder rausfinden, aber ich glaube, die Umsetzung ist gar nicht so schlimm. Ich werde mich gleich eines Besseren belehren lassen, aber ich glaube, es ist nicht so schlimm. Aber es ist nicht schlimm, weil man kommt immer wieder hin. Also, na, wenn man es wieder einmal checkt, dann ist es ein Spaziergang, tatsächlich. Guter Spaziergang. Heute müsste übrigens Samstag sein, ne? Also der Party dürfte jetzt schon Samstag. Es ist jetzt gerade das Wochenende vorher. Also ich nehme einiges im Voraus auf. Ich hoffe, die ganzen Aufnahmen funktionieren. Weil dann habe ich nämlich echt... Na! Dann habe ich echt relativ viel im Voraus und... Wenn ich ab und zu mal einen Part schaffe unter der Woche, dürfte ich so schnell nicht in Knappheit geraten. Na, weil jetzt habe ich schon fast über eine Woche dann vorproduziert. Fast über eine Woche. Das ist ganz gut. Wow! Okay, wir gucken mal jetzt, dass wir... Der Sprung ist noch ein bisschen... Der Sprung könnte der sein, der mich am ehesten noch ein bisschen Zeit kosten wird. Alles andere läuft.
Alles andere läuft. Easy going. Easy going. Die war daneben geworfen. Scheiße. Vielleicht sollte ich da ein bisschen warten. Ich glaube, ich hab das Gefühl, dass ich da Zeit habe. Ich glaube, ich sollte da gar nicht so schnell sein. Ich weiß es noch nicht. Bin mir noch unschlüssig. Gut. Okay. Warte, wir haben gerade richtig viel Abstand nach oben. Ich habe ein bisschen Angst, dass der Block mir... Okay, okay. Sieht gut aus. Yes. Sehr nice. Okay, jetzt wird's okay. Jetzt wird's ein bisschen schneller. Also wir wechseln das Gimmick. Okay, das wird cool. Das gefällt mir. Da stelle ich mir richtig geil. Richtig cool vor gerade, den Abschnitt. Ich bin mal gespannt, ob ich recht behalten werde. Bisher gefällt es mir gut. Bisher gefällt es mir... Kann ich eigentlich springen, mal so testweise? Okay, ja, doch. Also er würde mich jetzt nicht sofort wegdrücken. Ich meine, es ist dumm zu springen, wenn da direkt die Mannschaft kommen, aber so rein vom... Möglich wär's. Okay, da muss ich, glaube ich, sogar springen. Weil sonst schafft man das nicht rechtzeitig rüber. Vielleicht auch nicht. Warum ist an der einen Stelle kein Muncher? Oder wird es da langsamer, das Ding? Weil irgendwie... Kann ich mir nicht vorstellen, das zu schaffen. Selbst mit Sprung nicht. Aber vielleicht doch. Guck mal, hier ist an der einen Stelle kein Muncher. Einfach vergessen, oder? Würde der das... Okay, das hält nicht an. Würde der das irgendwie schwieriger machen, dieser eine Muncher. Guck mal, hier. Genau da. Hilft der mir, dass der weg ist? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich hilft er mir. Okay, doch, ich muss springen. Alles klar. Gut. Ja, doch, der hilft. Mhm. Ja, Hayoshi. Willst du die Shell essen oder was willst du damit? Warum ist der... Also, der hat schon gegessen. Das ist sein fünftes Item. Der wird dann groß, aber ich krieg den ja nicht. Soll der vielleicht die Zeit anhalten, dass ich irgendwie reagieren kann besser? In dem Moment, wo er groß wird? Ist das das Ziel oder warum? Ach so! Was? Soll ich in der Zeit duplizieren? Also verlangt er jetzt, dass ich dupliziere? Ich meine, ich könnte duplizieren. Aber ist das an der Stelle gewollt? Oder habe ich irgendwas übersehen? Also break ich es, wenn ich dupliziere, oder ist das das Gewünschte? Das ist die Frage, die ich mir gerade stelle. Scheiße. Das ist die Frage, die ich mir gerade stelle. Soll ich duplizieren? Das wäre irgendwie weird. Ach, scheiße. Weil bisher musste ich nie irgendwelche derartigen Glitches anwenden. Aber das wäre halt jetzt eine Möglichkeit. Ich meine... Ja, also... War da noch irgendwas anderes, was ich in den Mund hätte nehmen können?
Ich habe halt nicht genau hingeguckt, ob da irgendwas kam. Ich muss nochmal genauer hinschauen. So. Kommt da irgendwas? Da kommen nur die Dinger. Ich müsste jetzt hier drücken. Womit? Ich kann nur duplizieren. What? Geht das in der Zeit? Ja, jetzt muss ich wieder. Der will, dass ich dupliziere, oder? Aber jemand, der den... Also, ist hier für Sweet Dude klar, dass Leute diesen Glitch kennen? Ich bin verwirrt. Ne, also, es geht, es ist das Einzige, was möglich ist. Bin verwirrt. Ich hab nichts anderes. Ich muss duplizieren. Also dann duplizieren wir halt. Ach, scheiße. Aber ich... Ich bin skeptisch, dass ich das tun soll. Weil dass man mit Yoshis Zunge duplizieren kann, das ist jetzt nicht gerade Common Knowledge. Aber wie soll man das sonst lösen? Okay, die Frage ist... Nein, die Frage ist anders zu stellen. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, anders da durchzukommen. Ohne zu drücken. Ist das vielleicht möglich? Aber, keine Ahnung, ich hab eine Idee, dann ich setze das jetzt so durch. Wieso sollte das der falsche... Also, keine Ahnung. Ja, das war wieder dumm. Weil hier muss ich ihn ja nicht drücken. Hier muss ich ihn dann nur dagegen schmeißen. Hat man ja gerade gesehen. Ich habe aber auch jetzt den... Ach doch. Ja, moin. Ah, mein Gott. Eins, zwei, absteigen. Ich wollte absteigen. Ich wollte den hier drücken. Hat gut funktioniert. Okay. Ich hab den noch dabei. Scheiße. Yoshi nimmt den im Mund mit. Das ist neu. Thank you.
Das ist neu, dass Yoshi den im Mund... Normalerweise ist der doch weg, oder bin ich jetzt... Bin ich jetzt komplett bescheuert? Hä, was soll ich tun? Also das war offenbar falsch. Soll Yoshi ihn überhaupt noch dabei haben? Was soll ich da tun in dem zweiten Raum? Muss ich erstmal verstehen. Wollen wir erstmal rausfinden? Wir wollen jetzt erstmal rausfinden, was wir in dem zweiten Raum tun sollen. So machen wir's. Ach so. Okay. Ja gut. Dann ist klar, was ich tun soll. Dann soll Yoshi ihn aber auch mitnehmen, tatsächlich. Aber es ist mir neu, dass Yoshi den im Mund behält. Normalerweise musste man ja bei normalen SMW-Hacks, wenn man wollte, dass der P-Switch noch am Start ist, musste man den ja immer mit Yoshi grabben. Was übrigens ein sehr nerviger Glitch ist. So. Ja gut, dann ist jetzt klar, wie es weitergeht. Hui! Das ist so nicht. Trottel! Ah. Okay. Aber ich bin jetzt echt ein bisschen verwundert, dass er will, dass man diesen Glitch kennt. Das ist das erste Mal, dass wir einen Glitch benutzen, so richtig, oder? Mein P-Switch-Duplizierung ist jetzt echt kein... Oh, scheiße. Okay, passt. Ist jetzt echt nicht so... Grundwissen. Oh. Oh. Dann muss ich da schneller sein. Okay. Ich wollte noch nach einem Mond Ausschau halten, aber da scheint keiner zu sein. Nein! Scheiße. Aber cooles Level. War mal wieder was anderes. Ich mag ja diese Abwechslung, ne? Jedes Level hat so sein eigenes Gimmick. Manche sind cool. Manche nicht. Aber das hier ist wieder ein sehr cooles Gimmick gewesen. Der erste Teil war schon cool, war aber noch normal, sag ich mal, in Anführungszeichen. Und das hier ist jetzt halt... Das hier ist jetzt halt wieder die kleine Krönung. Wirklich cool. So. Okay, also ich muss wirklich schnell sein. Geh doch drauf! Ja, das überlebe ich nicht. Also den darf ich nicht mitnehmen, sondern ich muss den Goal Orb nehmen. Eieieiei. Steht die Notenblöcke nicht. So, als ob die irgendwie eine Gefahr darstellen sollten. Bin noch nicht ein einziges Mal dagegen gedotzt. Ich hab's auch nicht vor. Okay. Nein! Ich musste, ich darf den nicht... Ach so! Ach doch? Hä? Aber hier gibt es nur ein Exit, ne? Ja, da ist nur ein Kreuz. Wozu ist denn dann der Orb da oben? Ist der Orb so die Reserve, falls man das Ziel verpasst und es mit dem Ziel nicht funktioniert? Oder hat es gerade nur zufällig funktioniert? Ich weiß es nicht. Aber es soll mir recht sein. Gut. Dann, ja, kürzeres Video heute. Aber zwei Level in einem Part scheint mir nicht so sinnvoll zu sein.
Monde nachschauen können wir jetzt auch nicht. Wir haben 39 Monde. Ich glaube, die nächsten gibt es bei 40. Also ja, nichts zu tun. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.